geht wieder los. Ja, endlich weiter. Ich habe mal wieder ein bisschen was umgestellt, also den Raytracing-Motor habe ich wieder rausgenommen, weil der zu Problemen geführt hat und naja, war nicht so schön. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmal ins Inventar. Und oh, ich müsste mal mein Zeug wieder verkaufen, ich habe ganz schön viel. Was habe ich nicht aufgesammelt das letzte Mal? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Da unten lobe ich das Buch. Was ist das? Forschungsnotizen. Genau, das war's von Matteo Sykula. Interessanter Name. Gut. Na, dann hat man das schon, haben wir das. Es wird sich jetzt ein bisschen wieder was ändern mal in meinem Format. Und zwar habe ich mir jetzt... Ist ja gut. Habe ich mir jetzt überlegt, dass ich nur noch eine halbe Stunde aufnehmen werde, damit man das auch genug schafft, meinen Content zu konsumieren. Oh, falsche Taste. Was war nochmal? War das Dreieck? Ist das. Okay. Gut, dann nehmen wir das mit. Jetzt muss ich hier bestimmt ein Rätsel lösen. Okay. Wir machen die mal so, dass die alle in die Mitte gucken. Oh, der ist ja schon. Mist! Nein, dreh dich wieder in die andere Richtung! Mist. Nochmal. Und nochmal. Nein! Du drückst dich! Okay, du kannst dich nicht 360 Grad drehen. Okay, aber du kannst dich 360, also du kannst dich jetzt nochmal um 180 Grad drehen. Oder hätte ich diese Forschungsnotizen lesen sollen? Wir probieren erstmal meine Variante, die ist angenehmer. Weil ich da nämlich nicht lesen muss. Na komm, und nochmal. Oh, ach Mensch. Dass die aber auch alle schon so übelst gedreht sind. Gut. Warum sind hier so viele in die andere Richtung gedreht? Dreh ich falsch? Gut, du auch noch. Und nochmal. Weil es so schön war. Okay. Oh, ich höre Wasser. Nein! Noch nicht runter. Oh, da unten sind Gegnerz. Willst du nichts dazu sagen? Gut. Was liegt denn da? Achso, es war nur ein Lichteffekt. Nun gut. Haben wir hier noch was Cooles? Was soll man hier? Geheimnisvolles Rezept. Lieber Pascal, lieber Timo, denn das wird er sicher alle in mir kommen. Kürbis, Hühnerschenkel, Kokosmilch. Okay. Okay. Kann man nicht mal anzünden? Was soll denn das? Oh. Upsi, pupsi. Ja, kann man doch anzünden. Wo ist das Problem? Mann, 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 Mann. Wir brauchen die Armbrust. Mist. Mist. Krieg ich erstmal auf den Sack. Ja, genau, hau mich. Ich steh auf Schläge. Schönes. Ja, ist gut. Schönes Ding. So, einmal den Schwert. War das so orange, oder? Ja, gut. Zack, zack. Was haben wir hier unten denn so Schönes? Ach, nur... Nur das? Ein Laborschlüssel, okay. Dann komme ich jetzt anscheinend in das Labor rein, wo wir den Golem davor besiegt haben. Nun gut. Dann wollen wir da mal hin. Mal fressen oder trinken, damit ich mich nebenbei ein bisschen heile. Bin ich hier richtig? Oh, ist alles so dunkel. War es das letzte Mal auch schon so dunkel? Junge, Junge, Junge. Da sieht man echt schlecht. So, da ist die Tür. Aufgeschlossen. Ich bin immer aufgeschlossen. Zu allem. Okay. Nix hier, nix hier. Wer bist du denn? Der verrückte Kyan. Na, was geht? Hey, geh weg!
Ich horch mal schnell um. Oh! Ja, gut, da, so viel dazu. So, wir werden mal Safety spielen. Bisschen heilen. Na, was ist dein Problem? Komm her, ja. Kannst du mich wegmachen, wie du willst. Oh, sehr schön. Klinge, Labornotizen. Oh, das Katzenset. So, erster Tag. Vierter Tag. Siebter Tag. Und 15. Tag. Und 26. Tag. Dies ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Zeit mit der Beschwörung zu beginnen. Mhm, okay. Eine Katze. Du kannst übrigens dein Schwert wieder wegpacken, Geralt. Du brauchst das jetzt nicht. Ausmachen. Das ist alles meins, meins, meins. Kaufen Wasserflaschen, das ist sehr gut. Nutze ich nämlich immer für die Nebenbeiheilung. Das haben wir definitiv schon. Perlen des Nordens, Ostens. Perlen von Ross. Ross, wo ist er? Ja. Ja, ja. ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich habe meine Wohnung mal ein bisschen gemacht. Monumental Forum. Für meine geliebte Y. Okay. So, so, so. So, so, so. Und hier, und dies, und das, und dies, und jenes. Gnomische Scherze. Kratzt den Schmalz aus einem Hundeohr, trinkt Baumwollzwirn damit, steckt den Zwirn in eine Lampe von grünlicher Färbung und stellt diese inmitten einer erwartungsvollen Meute auf. Sie soll schwören, dass sie einem Hundekopf steht und dies keine Zauberei ist, sondern gute Kunde. Ha! Ha! Ah! Ist sehr gut. Gelacht. Ja, ich habe heute einen Schaden. Nicht wundern. Haben wir das auch schon gelesen? Porträt der älteren Völker? Okay, okay. Okay, okay. Ja, okay. Alles gelesen. Das haben wir schon gelesen. Das war grell. So, und hier ist sonst nix. Nix, nix. Gut, können wir wieder raus. Da war ja noch ein Weg. In dieser Höhle. Den gehen wir auch noch. Und dann gucken, wo es da so ist. So, links halten. Da rein. Jawohl, mein. Hier war jetzt irgendwo Wasser, ne? Ist ja richtig erleuchtet, die Kiste. Oh, und da ist gut was drin. Nicht schlecht. So mag ich mein Loot. Na, willst du nicht deine Fackel rausholen, Geralt? Wenn ich dir doch sage, du sollst die Fackel machen. Hätte ja doch reingehen können. Ist ja eine Sackgasse. Ach man, Rechnung für einen Golem. Ausgestellt von Yehuda Löw. Mhm. Käufer Irenus war Steingart. Gott, ist das ein Name. Ein Wachgolem. Tonerde, Porzellan. Garantie. Im Fall einer Beschädigung der Keramik bitte bei der nächsten Niederlassung von Yehuda Löw und Lehrlinge melden. Der Golem kann nur von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens wieder instand gesetzt werden. Okay. Cool. Was war das? Da ist was in die Luft gegangen. Ist hier Gas? Ein Gasleck? Eieiei, gefährlich. Eine Erscheinung, hallo. Mir bleibt keine Wahl. Ja, mir bleibt keine Wahl, als dich zu vernichten. Na komm her. Du bist ja... Das ist ja nix. Das ist ja... Ach, Mann. Gut. Dann können wir ja wieder... Mal gucken, aber ich sehe nichts. Dann wollen wir aus der Höhle raus. Na, klettern. Fackel. Links halten. Jo. So, so, so. Oh.
Wir sind wieder draußen. Ja, frische Luft. Wunderschön. Ja, ich merke es gerade selber. Ich habe heute ganz schön einen Knall. Ich habe heute oben in meinem Kader hier rumgeflaxt. War lustig. Kann man mal machen. Das ist alles meins. Meins, meins. Bevor ich das mit Siri noch mache. Besser, Hexenmeister. Ja, ja, ja. Wenn ich den Loot habe, dann verschwinde ich. Weil hier komme ich doch nie wieder hin. Also kann man auch ruhig alles mitnehmen. Oh, und da ist schon die Wache. Hier wird nicht rumgehangen. Ich hänge doch hier nicht rum. Was ist denn hier? Kann man hier was kaufen? Anscheinend nicht. Zwei sind noch. Die Ruinen von Estayal und das Wrack des fliegenden Hirsch. Okay. Im Dorn. Da ist das eine. Und wo ist das andere? Was habe ich denn jetzt eigentlich? Handwerk. Habe ich Handschuhe von der Katze? Katzenhandschuhe. Mit Level. Ich kann die gleich anziehen. Nice. Also Handschuhe. Hose? Ja. Oberkörper? Ja. Und Stiefel. Ja, ich kann das Set herstellen. Das werden wir gleich mal machen. Dann fehlt mir nämlich nur noch das Silberschwert. Genau. Keine Katze. Und das Stahlschwert, denke ich mal, ne? Doch, das haben wir. Wieso habe ich denn da noch zwei offen? Wenn ich doch so gut wie das komplette Set jetzt habe. Who knows? Gott, hier wird ganz schön dunkel. Und dann eine beliebig hohe Abgabe erkannt. An Redanien, oder? Du kannst auch weiterlaufen, Geralt. Wir gehen erstmal zu Hattori. Und ich hoffe, ich laufe richtig. Ich laufe hier einfach irgendwo Richtung Süden. Wird schon richtig sein. Hier am Wasser? Das ist doch gar nicht so dumm, ne? Also vielleicht doch schon. Ich hätte, glaube ich, da oben lang müssen, aber... Ach komm, wir schwimmen hier schnell ein bisschen darüber und dann geht das. Ach komm, wir nehmen das Boot. Ewiges Feuer. Hier ist ja schon Wasser drinne. Schneller! Na komm, gib Gas! Mach ein bisschen Luft rein und dann... Ein Stück runter noch schwimmen. Damit wir noch ein bisschen wegkommen davon. Oder soll ich mir gleich mal das Ether holen? Was ist denn das? Ach gut, 700 Meter schwimmen. Dann muss ich auch wieder spülen. Kann ich hier auflaufen? Ein wenig fürchte ich mich vor ihm. Wie viel habe ich denn? Oh ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Ich könnte das eigentlich machen. Und ich glaube, wir lernen es auch machen. Dann... Bis gleich. So, und wir sind wieder da. Endlich angekommen. Können wir mal schnell hier das Monster töten. Mal Hexeaufträge machen hier. Wer meckert hier rum? Hä? Na komm, ey. Komm. Du bist Level 14, du kannst nichts. Was du zu bieten hast. Nee, 16. Gott, hab ich mich verguckt. Du kannst nichts. Du bist einfach nur schlecht. Komm, du fällst gleich um. Renne! Ah, kurz zu spät. Einfach so ein Pferd gekrallt. Das war ja lame jetzt. Naja, dann ist das halt so. Jetzt holen wir uns doch den fliegenden Hirsch hier. Oh, was haben wir hier? Logbuch des Captain. Ei, ei, Captain. Haben Novigrad verlassen, segeln Richtung Süden nach Bremerfort. Alles ist ruhig.
Na komm, kletter. Kletter hier hoch. Wir gucken erstmal von oben. Da ist nicht so viel Wasser. Da kann man nicht drin. Was haben wir hier? Auch nicht. Also wir müssen. Wir müssen ins Wasser. Oder erstmal so? Notizen des Magiers. Kian hat auf dem fliegenden Hirsch als Art Wache angeheuert. Ein Sack prall gefüllt mit Novigrader Kronen hat den Kapitän überzeugt, mich in seiner Kajüte unterzubringen. Es läuft alles nach Plan. Kian war ja der, den ich gerade besiegt habe da. Hätte das mich dann dahin gebracht, oder? Ist hier nicht weiter? Das ist ja schade. Sehr schade. Warte mal, haben wir noch... Wir hatten noch zwei Fragezeichen. Hier. Ja, genau. Kann ich auch markieren. Markierung bitte. Da. Dann ab auf mein Schiffboot. Schiff hier. Wäre schön, wenn es ein Schiff wäre. Könnte ich nach Skellige segeln, aber damit komme ich da nie an. Wäre aber lustig. Wenn das gehen würde. Wenn Skellige mit auf der Map wäre, sozusagen. Dass man das bereisen kann, wie bei Assassin's Creed oder so. Hätte was. Muss aber nicht sein. So. Muss mit meinem Headset ein bisschen aufpassen, dass das nicht gegen meine Schulter knallt. Na komm, was los? Na. Manchmal will Geralt nicht so, wie ich das möchte. Okay. Wir haben alles. So, und das andere Ding ist... Oh, arschweit weg! Ausrüstungselemente der Katzenschule. Was habe ich jetzt eigentlich... Scheiße, ich habe gar nicht drauf geachtet. Guck mal, steht das hier noch? Katzenarmbrust. Okay. Katzenarmbrust. Na komm. So, wir schwimmen jetzt... Hattori ist da unten. Ach, kann ich nicht sogar. Oh, 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 ich hab vergessen. Geil, stimmt. Wenn man auf dem Boot ist, kann man die Häfen ganz schnell anfahren. Oh, nice. Oh, nice, sehr nice. Praktisch, direkt gleich so eine Leiter. Dann wollen wir mal zu Hattori. Was? Wollt ihr aufs Maul? Hab ich doch gesehen, Alter. Lebensbalken, wisst ihr? Es dürfen ja keine Lebensbalken existieren. Das geht doch nicht. Na komm, plündern? Plündern ist nicht doch. Nein, ich bin überfüllt. Plötze! Plötz dich mal her! Plötze, ich brauch dich. Du kannst doch mich jetzt nicht im Stich lassen. Echt jetzt? Wo kommst denn du jetzt her? Ja, ein Stück höher. Oh, zu hoch. Komm. Gar nicht so leicht. Ach, keine Lust. Ach, mies Plötze. Ich habe... Gut, wir sind da. Hallo. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert fertig? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Was ich dir bestimmt gleich wieder zurückverkaufe. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Apeher. Ich habe zu danken. Für alles. Was hast du denn? Scherbenschwert. Okay. So, dann verticken. Oh, der hatte gut Geld. Wir verticken trotzdem erstmal den Billig-Scheiß. Ja, gut. Nach unten. Billig, billig, billig. Billig, 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 billig. Billig, 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 billig. Billig. Nein! Jetzt. Ich hab mich verdrückt. Ah, Scheiße. War das jetzt.
Ich hoffe. Da! Oder landet das ganz unten, was ich dem verkaufe? Na, trotzdem. Pff, drauf geschissen. Scherbenschwert hat er mir. Wolf. Langkrall. Hab ich den da schon. Ach so. Hahaha, ich dachte nämlich schon, ich hab den das jetzt schon verkauft. Deidwen. Das Scherbenschwert. Der Schaden verändert sich basierend auf der Charakterstufe. Mhm. Okay. Wir werden es mal nicht verkaufen. Genau wie die Mondklinge, die sehen nämlich echt cool aus. Ich glaube, die werde ich sogar ausrüsten erstmal. Welches ersetzt das? Neunschwänzige Füchse, okay. Der Wolf. Mhm. Wolf verkaufe ich nicht, weil sie halt wegen Wolf. Denke ich mal. Klingt doch ganz gut. Und das Deidwen habe ich schon ein paar Mal gehabt. Discord. Nein, du hast kein Geld mehr. Wie kann denn das sein? Wieso hast du kein Geld mehr? Ach, Verbesserung entfernen war ich dran. Mach mal den Wolf. Wir wollen sowas nicht hier. Ich wollte schon mal 500. Aber da hast du ein bisschen Geld. Da kann ich dir wieder ein bisschen was vergelfen. Die wollten wir aufheben. Die Armbrust können wir ausrüsten dann bald. So, jetzt verkaufen. Echt jetzt? Wieso hat... Oh, okay, gut, warte. Pff, mit 29 erst? Och, holla. Oh, das hat er. Kaufen. Aber das Wichtige zuerst. Er kann ja gar keine Rüstung herstellen. Och nee, jetzt muss ich ja zu jemand anders. Och nee. Und ich habe noch kein Silberschwert für eine Katze. Yay. Aber wir stellen das mal her. Och Mann. Na, dann machen wir die Armbrust. Ja, haben wir sie schon mal. Wie viel Geld hat er denn? 282 ist immer noch nicht viel. Ja, wir reparieren mal das und das, weil ich das eventuell noch für Sets nutze dann. Und dann vergilfe ich dir ja, das und das, das und erstmal das und das und das und die Assassine. Echt jetzt? Willst du mich rollen? Wieso hast du nicht so viel Geld? Das ist gemein. So. Was ist denn hier sinnvoll? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin mir gerade nicht einig. Ich könnte den schon verkaufen oder zerlegen, aber eigentlich wollte ich auch mal alles verkaufen. Kannst du nicht einfach Geld haben, nur Penner? Mann, was hast du denn so im Angebot? Vielleicht kaufe ich mir was, geht schneller. Guck mal, wir haben hier... Hab ich das nicht sogar? Wir kaufen es trotzdem, dann hast du wieder Geld. Dann kann ich dir nämlich... Oh, das ist doch neu. Na gut. Jetzt verkaufen wir noch Derse. Und dann lasse ich dich in Ruhe. Bis dann. So, was haben wir denn? Gute alte Notizen. Sicherheitsgrenade, Elga, Schemas verbessern, der Wolfsschonausrüstung. Okay. Und wir haben Vince Guerillos vierte Karte. Okay. Das ist ja alles in Kermohan. Na dann, gehen wir mal ganz schnell zu einer Schnellreise. Klingt auch lustig, schnell zu einer Schnellreise. Komm hier raus. Da vorne? Eventuell? Ich warne dich. Äh.
Er ist ja Rüstungsschmied. Und sie sogar Meisterin, also. Wir können uns gleich mal hier. Tschüss. So, moin! Na? Wie kann ich helfen? Du kannst mir was herstellen. Ich brauche eine Rüstung. Und zwar, wir fangen an. Katze. Und Katze. Und Katze. Siehst du, da haben wir schon mal das Weiße benutzt. Und Katze. Yo. Das Set schleppe ich jetzt noch ein paar Äonen mit mir rum. Ein paar hundert Erfahrungspunkte. Und dann, wohl. Dann war's das. Dann lege ich das an. Du da, Weißer. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Nö, eigentlich nicht. Ich habe gestern nicht gesoffen. Weder in-game noch real. Schnellsten, wenn ich jetzt von hier aus eigentlich rüber renne. Und damit ich das noch in diese Folge kriege, spule ich jetzt. Gut, da wären wir. Ich hoffe, das ist jetzt nicht da drinne. Das wäre ungünstiger. Hier ist nur das. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich muss doch hier rein. Ich müsste mal speichern. Gut. Gar nicht so leicht hier reinzukommen. Juhu, wir haben's. So, die Notizen von Professor Sigismund Gloger. Das ist auch mein Name. Okay. Was ist denn das? Darf ich nicht klären? Kann ich nicht aufnehmen? Okay. Ist das die tiefe, weite, extreme Höhle? Ah, guck mal. Ich erinnere mich. Hier muss ich mit Jen, glaube ich, sogar rein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, wir haben das Set. Ich hätte mit meiner Einheit im Wald bleiben sollen. Da wäre ich wenigstens in Ordnung. Geh davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet wird. Mm. Hatsch. Sei gelobt von ganzem Herzen. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Ja, bitte. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Habe ich das eigene Schwert hab ich hergestellt, ne? Ja, das Stahlschwert. Also das Silberschwert, bitte. Das Katzensilberschwert, bitte. Tada! Wir haben das Katzenset. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Wir werden mal. Dick! Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ich werde das jetzt aber auch schnell durchspulen. Ich will noch ein paar Sachen zerlegen. Musik.
Bis dann. So. Jetzt gehen wir noch schnell zu dem Händler. Wo ist er denn? Oh, wir haben hier gleich nebenan ihn. Sehr gut. Ach ja, ich will es auch rein. Gut. Und dann sind wir nämlich up to date, wenn wir da schön was verkauft haben. Auf, auf! Aufmachen. Danke. Hey, was ist das denn? Schon wieder dieser Raytracing-Bug. Geht er mit der Fackel weg? Hm, was geht halt gar Fackel? Ei, nee, nicht wirklich. Hm, komisch. So, jetzt werden wir auch nochmal schnell spulen. Was hast du anzubieten? Na gut, ich sehe gerade, wir sind jetzt eh schon drüber. Ja, dann wird es das erstmal für heute gewesen sein. Noch schnell speichern und dann, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Witchern oder nicht Witchern. Ja, in diesem Sinne, Vogelspinne und ich danke fürs Zusehen. Bis später.